Es gab mal eine Zeit in Berlin, da wurden Häuser besetzt. Ja, nach der Wende, viele Künstler, Punks und was weiß ich, haben einfach leerstehende Häuser besetzt, die mitten in Berlin standen. Und die waren dann offen für jedermann, der sich getraut hat, da reinzugehen. Da waren Künstler drin, da fanden dann Party statt, Bands haben gespielt und was weiß ich, was in solchen besetzten Häusern gemacht wurde. Das war auch bei Tacheles so. Tacheles war eines von diesen besetzten Häusern in der Nähe der Friedrichstraße, also wirklich mitten in Berlin. Und hier waren Kinos drin, hier waren Cafés drin, hier waren viele Künstler drin und hier fanden auch Veranstaltungen statt. Und zwar ganz, ganz oben fanden die Veranstaltungen statt im Tacheles, ja. Und der Müll, der bei solchen Veranstaltungen produziert wurde, der wurde einfach im Treppenflur runtergeschmissen. Irgendwann kam die Müllabfuhr und hat's abgeholt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also das ist echt ein interessantes Konzept, das werde ich bei mir zu Hause auch mal einführen. Mhm. Eine der Veranstaltungen war die Dromanale. Die fand das letzte Mal 2006 statt. Tacheles, das war ein Kunstatelier quasi. Riesending. Das war damals, zu Kaiserzeiten war das ein Einkaufscenter und dann wurde das im Krieg halb zerstört. Man hat es Teil abgerissen und nach der Wende haben sich ganz viele Künstler dort eingenistet. Das war so das Klassische, die Berliner Hausbesetzerzeiten, das ist Wahnsinn. Wenn man damals vorm Tacheles stand, hat man diesen Eingang gesehen. Wunderbar und wunderbare Werbung. Man hat sofort gesehen, ja, da findet ein Independent Film Festival statt. Ich meine, dieses Bettlaken da, wo Dromanale draufsteht, das sagt doch alles. Man geht da quasi rein in dieses Tacheles und steht erstmal im Treppenflur. Da ist nichts, kein Empfang, kein gar nichts. So war das damals. Ja. Durchlaufpublikum würde da nicht reingehen, automatisch, denke ich mal, obwohl es total zentral lag. Mitten in Berlin, ne? Diese Treppe, die gehen wir jetzt halt hoch. Da müsst ihr jetzt durch. Die gehe ich jetzt mit euch hier hoch. Damit man mal sieht, wie das Tacheles von innen aussieht, das muss ja für die Nachwelt erhalten bleiben, weil das Tacheles gibt's ja nicht mehr. Ah, hier sind wir erste Etage, da ist das Kino. Da ist ein Kino drin. Und gar nicht mal so schlecht, sieht richtig hübsch aus von innen. Also nicht so wie das Treppenflur. Genauso wie das Treppenflur aussah, so hat's irgendwie auch gerochen. Ja, da ging's ewig hoch, hat gar kein Ende mehr genommen. Hier ist ein Flur, da drin waren bestimmt Künstler. Geht man noch eine Etage hoch, ja, kommt noch ein Flur. Bestimmt wieder irgendwelche Künstler. Da waren teilweise auch Klos drin, da konnte man einfach so auf Klo gehen, was ja in Deutschland selten ist, weil da muss man ja fast immer für 50 Cent aufs Klo gehen. Da war es umsonst. Muss man sich vertrauen reinzugehen, aber man konnte umsonst pinkeln. Das ist selten in Deutschland. Und jetzt sind wir da, jetzt sind wir ganz oben, höher geht's nicht mehr. Da ist ein Pfeil auf dem Boden, der sagt ganz klar, hier bist du richtig, hier ist jetzt richtig fett, krass, geiles, nonstop. Independent Film Festival, Alter, du hast es geschafft, du bist jetzt da. Das ist der blaue Saloon. Große Halle, ganz oben. Ja, wie sieht der aus, der blaue Saloon? Also der hat quasi drei Hallen. Die erste Halle, das war dann so das Kino. Dahinter war das Klo. Das heißt, wenn du aufs Klo gehen wolltest, musstest du quasi an der Leinwand vorbei und hast hinter der Leinwand geschissen. Um nun da rauszukommen aus dem Kino, ist man quasi einfach durch den Vorhang gelaufen. Da war halt eine Tür, die war immer offen und da war bloß ein Vorhang. Und dann ist man quasi im Zentrum gewesen. In dem Raum, in dem quasi die Party stattfanden, in dem die Workshops stattfanden. Hier war die Bar, hier wurde das Essen gemacht, da waren irgendwelche Monitore aufgestellt. Da war die Bühne, da waren irgendwelche anderen Künstler, die da irgendwas hinmontiert hatten hin und wieder. Ja, und das war alles halt quasi hier. Hier war so die Party-Lounge. Und nochmal dahinter, die andere Halle, das war quasi der Backstage. Da haben dann die Technik versteckt, da waren die Filme lang darum und musste man aussuchen, welche gerade laufen. Hier wurden auch die Aufnahmen frisch aufbereitet, die gefilmt wurden, damit man sie quasi auf den Monitoren gezeigt hat, was gestern so passiert ist. Und wenn man müde war, hat man halt im Backstage gepennt, weil da war es ja doch ein bisschen ruhiger als sonst wo. Dazu kam man auch, dass Hunde rumgelaufen sind. Hunde, die ganze Zeit sind da Hunde rumgelaufen und haben irgendwo hingekackt, haben in den Schuh gekackt und überall vor der Leinwand. Ja, so war es. Keine Ahnung, warum da Hunde waren. Ja, liebe Kinder, und genauso war das damals in Berlin. Besetzte Häuser. Ach, hier kommen noch die Kommentare vom letzten Video. Die besten Kommentare. Echt super, dass ihr das macht. Ihr und so. Wow, geil. Ja, nächstes Mal geht's los. Da fangen wir an. Da zeige ich euch, was auf der Dromanale passiert ist. Oh, seid gespannt.
Trotzdem ein super Einblick. Das mit dem Fries ist natürlich der Knaller. Ja, danke. Ja, Kameras. Ich verstehe bis heute nicht, wie Kameras funktionieren. Ich verstehe es einfach nicht. Was soll der Scheiß? Ich würde gern ein Fest vortäuschen und mit dem Eintrittsgeld dann flüchten. Ja, bei der Romanale ist es aber so, es gab keine Eintrittsgelder. Es war halt umsonst. Du hättest eher ganz viele Schuldscheine gehabt. Du müsstest mit ganz vielen Schuldscheinen flüchten. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Romanale 2023, hosted by Dromagott. Das ist aber cool von dir, freue ich mich schon drauf. Naja, ich hoste es halt quasi digital, virtuell. Ja, das ist doch... Das ist viel besser, dann braucht man seinen Arsch nicht hochbewegen vom Sofa. Man bleibt einfach sitzen und...